der Teddybär ist bestellt aus England. Und da sind dann so die Sachen. Prana Times, die Seite, die News-Seite rum um die Spiritualität. Dürfen sich gerne noch Leute melden, die ein bisschen mithelfen möchten bei dem Projekt. Dürfen mich gerne über hier unten über Jenseitsforscher anschreiben, der noch ein bisschen mit beim News-Projekt helfen möchte. Und würde ich mich sehr, 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 sehr freuen. Online-Kurse für Ouija-Lernkurse gehen, sollten eigentlich jetzt schon längst fertig sein, aber dadurch, dass ich jetzt diese Verzögerung hatte, dauert es ein paar Tage länger. Okay, so, dann sieht es letzten Endes aus. Ja, Sky Dumont macht die. Sky Dumont erzählt das Ganze. Genau. Genau, Tandy ist wirklich sehr, sehr sweet. So, ich habe hier hinten eigentlich im Grunde schon alles so ein bisschen fertig gerödelt. Da werden wir uns auf jeden Fall mit ein bisschen mit hin beschäftigen. Freue mich. Für mich ist es immer, wenn ich ein paar Tage mich damit nicht beschäftige, ist das für mich immer so ein bisschen so, oh, dann kribbelt es ein bisschen in den Finger, ja. Dark Lost fragt gerade, was da mit dem Stream ist. Da machen wir dann immer freitags eine Änderung von dem Stream, Stunden. Das heißt, in der Zeit, wo TSC ausgestrahlt wird, ist hier kurz eine Pause. Ja, also von 21.15 Uhr bis 22 Uhr ist eine Pause und danach knüpfen wir dann wieder an. Ja. Also das heißt, es fängt dann, am Freitag geht es im Grunde dann etwas eher los, geht dann bis 21.15 Uhr. Und dann machen wir von 21.15 bis ungefähr 22 Pause danach wieder weiter. Weil es bringt nichts. Es bringt nichts. Die meisten gucken ja eh. Was bin ich allein oder so? Orchidee Mensch, danke dir für die 20 Euro Engelchen. Dankeschön. Ganz liebes Dankeschön, Orchidee. Fühl dich ganz lieb im Arm genommen. Ich danke dir von Herzen, Orchidee. Dankeschön. Und Paranudel, mir geht's besser. Dankeschön. Ja, deswegen, es bringt nichts, wenn wir dann an dem Tag von 21.15 Uhr streamen. Das ist Bullshit. Dann sitze ich hier mit drei Leute oder so. Will doch alle gucken. Ne? Das bringt ja nichts. Ne? Nee, streamen, aus rechtlichen Gründen darf man das nicht streamen. Ne, das gibt immer diese Urheberrechtsdinger, das darf ich nicht streamen. Ne? Deswegen. Und das ist dann halt, sind auch so vertragliche Moppets, dass man das nicht darf. Ne? Genau, und deswegen kann jeder dann selber gucken um 21.15 Uhr auf TSC, dann geht es bis 22 Uhr noch was ungefähr. Und danach treffen wir uns hier einfach danach wieder. Dann können wir dann einfach einen Talk auch drüber machen oder kurz das mal reflektieren, was da gewesen ist, was da passiert ist. Das können wir dann im Grunde zusammen machen, ne? Das ist der Punkt, ne? Joe, Bim Bam. Bierkönig ist da. Danke dir, lieber Joe. Der Bierkönig ist da. Danke dir. Ey, Joe, ich freue mich wirklich, wenn ich euch alle mal treffe, ne? Wirklich jetzt. Danke dir, Joe. Ganz liebes Dankeschön, Joe, für die 42 Bits, danke dir. T9, sehr nice. Ja, genau. Eigentlich, jeder eigentlich Köln. Ich danke dir für den Sub, danke Köln. Ganz liebes Dankeschön, Köln. Ganz liebes Dankeschön. Köln 1993, danke dir von Herzen. Und Poison Girl auch danke für 9 Monaten. Danke noch, danke, danke, danke. Und Taikechi, denke ich mal Taikechi bestimmt. Danke für den Follow. Und wie gesagt, wir machen einen Break. Also, es kann, TSC kriegt jeder rein, Leute. Jeder. Wenn du keinen Fernseher hast, gibt es sicherlich auch online irgendeine Möglichkeit, ja. Bin ich jetzt nicht so bewandt, weil ich bin eigentlich immer so ein Fernsehgucker, ja. Aber es kommt später natürlich eh auf Join. Also, es wird später eh auf Join ausgestrahlt. Also, für alle, die es dann verpassen, das kommt eher nach auf Join. Wird eh über Join nachher ausgestrahlt. Also kann man auch nachträglich, genau, TSC Online Media, müsste auch gehen, ne? Okay, TSC gibt es bei Join im Live-TV, nice. Also wie gesagt, es kann man danach eh, ich habe eh Join, auch auf Join nachher gucken, ja. Also Join ist eine App, kannst du am Handy gucken, kannst du am PC gucken, kannst du am Fernsehen gucken. Also ich gucke Join immer gerne, weil die ganzen TSC-Sachen da auch immer sind, die ganzen, alles was so Paranormales ist, ist immer auf Join drauf. Ne? Also sehr, sehr nice. Also kann man auch natürlich dann später auf Join gucken, ne? Slimeskill, machst du mal wieder Rituale wie der Mottenmann? Problematik ist immer Slimeskill, dass die meisten Rituale, ich sag mal so 98% scheiße sind. Bin ich ganz ehrlich zu dir. Ich möchte da nicht lügen, weißt du, die meisten hauen eh nicht hin. Es gibt ein paar, wo ich sage, die funktionieren. Das ist, Teufelsspirale funktioniert ganz nice, Kinderspiritual funktioniert, finde ich auch gut. Aber das meiste ist einfach nur ausgedachte Mythen, ausgedachte,
irgendwie Creepypastas, die irgendwann mal viral durch YouTube gerockt sind. Das ist meistens, ja. Aber in den meisten Fällen steckt da nichts hinter. Das Einzige, was halt immer spannend ist, ist, wie die eigene Psyche reagiert. Aber wir müssen uns natürlich auch immer so sagen, ich habe mich selber mal gefragt, warum denn zum Beispiel bei mir das Kinderspielritual funktioniert. Der Grund ist, ich habe aber auch sehr viele Kontakte zu Kinderseelen. Das ist immer der Unterschied. Ich habe sehr viele Kontakte mit Kinderseelen, also mit verstorbenen Kindern. Deswegen ist es natürlich auch irgendwo ein Point, dass bei mir natürlich diese Sachen angenehmer funktionieren. Ne? Das muss man immer so sehen. Ne? Deswegen. Aber es gibt sehr viele Rituale, die sind einfach nur Müll. Ja, die machen dann, ich habe auch, ja, ich muss ja auch dazu sagen, ich habe die ja auch alle gemacht, ja. Ich habe auf YouTube ja auch alle Rituale getestet und habe da auch so, ja, aber ich muss auch dazu sagen, ist doch alles schon her, ich mache es 5 Jahre lang und man lernt dazu und versteht dann irgendwann mal auch mal, dass die meisten Sachen, die du mal probiert hast, eigentlich gar nicht funktionieren. Das Einzige, was funktioniert hat, war deine Psyche, die dann total weggetillt ist. Das ist das Einzige, ja. Heute sehe ich die Sachen natürlich auch anders, und das sind die Punkte. Der liebe Kevin und liebe Moderation, denkt bitte dran, dass der liebe Kevin, hat die schnelle Ratte auch gesagt, der liebe Kevin heute Urlaub hat. Also bitte haut dem lieben Kevin D82 heute einen auf den Finger, ja. Denn dieser gute Mann hat nämlich Urlaub, ja. Der hat hier eigentlich, der darf nur gucken, der darf aber nichts tun, ja. Der soll einfach nur gucken, ne, der soll die Schranktür aufmachen, sich mit dem Handy in den Schrank setzen und davon da gucken. Also, liebe Moderation, achtet auf den Mod Kevin bitte, D82. Ich erwähne nochmal, Kevin D82, bitte ins Bälleparadies zurück. Ja, ansonsten gibt es von den Mods Timeouts. Ja, dann kriegt ein Mod ein Timeout. Ja, definitiv. Ja, der liebe Kevin. Also, ab im Schrank mit dir, mein Bester. Du hast nichts. Du darfst gucken, weißt du, du darfst alles machen, aber nichts tun. Alles machen, aber nichts tun darfst. Das war nur Dasein, einfach nur Anwesenheit. Und Pitti, Mensch, Pitti, guck mal, der liebe Pitti war in der Türkei. Ich habe den Pitti gebeten, schau mal, ich habe den Pitti gebeten. Pitti, wenn du in der Türkei bei deiner Familie bist, bitte dring mir das Auge mit. Ja, und er hat, also nicht sein Auge, und er hat mir diesen Gefallen getan. Glaubt ihr, dass ich jetzt gerade irgendwie auch nur annähernd schaffe, diesen guten Mann, der einen Ort weiter wohnt in Krefeld, zu treffen, dass wir uns einfach treffen, um mit ihm und dass ich mir das abhole, was er mir geholt hat. Unfassbar, oder? Und das tut mir schon so leid für dich, Pitti, dass der Pitti so lange warten muss. Ich krieg's einfach gerade nicht hin, ne? Ich wollte es nur mal ganz gerne öffentlich machen, damit viele verstehen, dass es nicht nur bei jedem, dass es bei allen so ist, ja, dass ich das einfach nicht auf die Reihe kriege, zeitlich, weil die Zeit ist einfach so minimal eng bei mir, ey. Ja, genau, liegt hier, sagt er, ne. Aber ich vergesse sowas halt nicht, ne, deswegen will ich sowas halt auch ganz gerne dann auch mal öffentlich sagen, dass alle verstehen, dass es nicht persönlich genommen werden darf, wenn ich mich jetzt nicht melde oder so. Entweder bin ich so eingeengt oder vergesse das oder irgendwie ist ein Kack dazwischen immer. Das ist echt blöd, das ist echt doof. Und Nina, danke, die 21.05 für den dritten Monat. Und die Tura, danke für die 200 Bitzen Tura. Das ist echt schwierig bei mir. Und viele sagen auch immer, Marc, du bist so arrogant, du antwortest gar nicht auf meine Nachrichten auf Insta. Sorry, Schätzchen, aber du bist leider nicht die einzige Maus, die mir jeden Tag schreibt und der einzige Mäuserich. Ich hatte jetzt diese 2 Tage, ich glaube, 200 Nachrichten auf Insta. Ich gucke da nur so lesen, gar nicht antworten. Wenn ich lange schon welche kenne, dann ja, aber bitte geht nicht von aus, dass ich antworte von irgendwie 200 Nachrichten. Ne? Ja, Kevin, arrogant bei 34.000 Leuten. Ja, genau so sieht's aus. Also das ist, kann ich nicht beantworten, das funktioniert nicht. Ne? Ich habe eine Liste, bei welchen, mit denen ich immer mal schreibe, da gucke ich immer mal wieder rein. Und ja, Pitti sagt, wir kommen jetzt schon noch hin. Und bei anderen ist es dasselbe. Serenity sind noch nicht aus der Druckerei raus. Nein, noch nicht. Ne? Okay. Ja, da wirst du nie fertig, Marco. Da komme ich ja, will ich ja nie fertig werden. Da sitze ich ja 2 Tage nur am Beantworten von 1,5 Tagen. Jetzt alleine, wo ich nur geschrieben habe, so, hey, pass mal auf, letzten Endes, mir geht's gerade nicht gut, dann will ich noch mal geschrieben haben. Das geht gar nicht, kann ich gar nicht beantworten. Da kann ich nur hier sagen, mir geht's besser. Es ist nicht möglich. So.
So, okay, hier haben wir den schon mal angeschlossen. Es funktioniert wirklich gar nicht, das Antworten. Es ist nicht an ihr Nachbar. Da will ich ja gar nichts mehr, zu gar nichts mehr kommen. Da müsste ich den ganzen Tag nur noch schreiben und hätte noch nicht mal Zeit für irgendwelche anderen Dinge. Gar nicht mehr. Ja, ich finde es ja ganz lieb, dass manche sich sehr, sehr viel Zeit nehmen. Ja, manche nehmen sich wirklich Zeit, die schreiben dann irgendwie 3 DIN A4 Seiten. Und im Grunde, erstmal arbeite ich das zu schätzen, dass man mit 3 DIN A4 Seiten schreibt. Aber es machen auch andere, es schreiben auch andere 3 DIN A oder 2 DIN A4 Seiten. Aber manchmal hast du dann 3 DIN A4 Seiten, das lese ich erst gar nicht. Ich lese es noch nicht mal, weil es einfach zu viel Zeit frisst, ja. Das ist der Punkt, ne? Ich kann diese 3, 4 Seiten nicht lesen. Das sind dann manchmal so. Ich muss auch dazu sagen, es bringt mich auch manchmal dann nicht weiter, weil es meistens dann 3, 4 DIN A4 Seiten sind. Mir ist das und das und das passiert und hast du da einen Tipp, hast du hier einen Tipp, hast du dort einen Tipp, hast du da einen Tipp. Das wäre so, als wenn der Saturn eine Nachricht schreibst und schreibst dann dem Saturn-Mitarbeiter, ich habe einen Fernseher gekauft und auf Kanal 3 flimmert das, was soll ich denn jetzt tun? Da schreibt der von Saturn auch nicht zurück, weil das auch nicht kann irgendwie, ne? Es funktioniert gar nicht. Ja, es kann nur kein Mensch lesen einfach, ne? Ja, es geht einfach nicht. Und dann kriegst du einen Spruch zurück, du arrogantes A-Loch, warum antwortest du mir nicht? Am liebsten willst du dann schreiben, ja genau, weil du so bist. Willst du am liebsten schreiben, ja genau, weil du so bist, ja. Deswegen antworte ich dir einfach nicht. Es geht einfach gar nicht. Ja, nee, Schwarzer Engel, danke dir. Danke für 31 Monate. Ganz liebes Dankeschön. Ganz liebes Dankeschön. Aber die Standardfragen sind immer dieselben Fragen. Jetzt war eine Nachricht gewesen, irgendwie ein Geist in eine Box gefangen genommen, durch Salz gelaufen und irgendwie, ich weiß es auch schon nicht mehr. Und auch da ist es identisch. Es ist identisch. Inaro, ich danke dir. Schön, dass du da bist. So, ja, es ist manchmal schon interessant. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn ich morgen beim Sport bin. Ich muss mich dringend aus Padawan hier nach den anderthalb Tagen jetzt. So, okay. Da freut man sich auf die Best-of. Ach, hör auf, du. Ich habe nicht ein Best-of, ich habe Ultimate Best-of. Ich glaube, ich habe glaube ich, ein Best-of für morgen Mittag. Das ist so ein Best-of. Unfassbar. Unfassbar. Unfassbares Best-of. Also da ist, glaube ich, so alles von dunklen Engeln über fliegende Hunde, so nach dem Motto, ich glaube, das ist alles. Unfassbar. Häslige Melli, danke dir. Dankeschön für den Sub für Stranger. Ganz liebes Dankeschön. Häslige Melli, dank dir. Auch mal hier drauf. Häslige Melli. Dank dir, du. Schluck auf. So. So, wir gucken uns erstmal die alten Karten an. Ah, ich brauche dringend Bewegung, du. Ich brauche so dringend Bewegung. So, machen wir eben kurz die alten Karten und dann gucken wir, wie es heute wird. Und dann bis 22 Uhr ziehen wir heute durch und danach freue ich mich ganz ehrlich, dass ich wieder am Sofa bin, ne? So, dann Ende, ne? Dann freue ich mich echt, wenn ich wieder am Sofa nachher kadavern kann. Oh, einfach Füße hoch und dann sofort einpennen am Sofa. Da freue ich mich nachher unfassbar. Ah, Serenity Engelchen, Schatzi. Guck mal, hat auch noch, ach Mensch, Dankeschön für die 2 Subs, Serenity. Dankeschön. Wen hast du denn für Scar94 und für Rudi Online? Ganz liebes Dankeschön. 3 sogar. Und dann noch für Cologne 1948. Serenity, Dankeschön, Engel. Ich hau dich hier noch eben rein. Ganz liebes Dankeschön, Mensch, Hassel. Ganz liebes Dankeschön. Ja, der Schluck auf klingt immer wie eine Ente im Frühling, ne? So, prima. Wir gucken uns mal eben die alten Karten an. So. Joe sagt auch gerade, Leute, wenn ihr Clips macht, bitte die Dinger beschriften, ja. Bitte beschriften, das ist ganz willig. Ganz willig. Bitte beschriften. So. Eben Karten mitgucken, dann ein Kind von Mama in sein Bett bringen. Sehr gut. Ja, bitte beschriften. Sonst guckt ihr kein. Also wir gucken uns keine Clips an, die nicht beschriftet sind, Leute. Also wenn ihr wollt, dass eure Clips mal angeguckt werden, mittags oder so, dann macht da wirklich einen Namen drüber irgendwie. Schreibt einfach noch rein. Und wenn da drin steht, Marc hat blöd geguckt oder
Marc hatte irgendwie eine Türklinke im Hintern. Marc ist mit dem Kopf gegen den Schrank gelaufen. Marc hat einen Schraubenzieher im Ohr. Ouija-Brett konnte fliegen, dank 17 Engel. Dämonenhund rannte mit Frohlik im Mund und mit einer Milchschüssel von der Katze durch die Küche. Oder irgendwie Currywurst-Pommes landete auf Ouija-Buchstabe A. Dann bitte rein, sonst liest das keiner. Dann liest das keiner, ne? Ne. Ja, nackte Ziege tanzte rum, war mit Höschen und so. Sowas dann halt, dass wir die Menschheit sehen. Das andere wissen wir nicht, ne? Ja. In 3 Stunden, Joker, in 3 Stunden 20. Bist du 30? Ja, hätte ich Beileid. Hätte ich Beileid, Joker. Aber so schlimm, das tut nicht weh, die 30. Das tut nicht weh, wirklich nicht. Glaub mir, das tut nicht weh. Ja, das tut, die 30 tut nicht weh. Da fehlt nur langsam der körperliche Zerfall, fängt dann an, aber klappt schon. Danach merkst du nur, dass der Zerfall kommt und dass vielleicht die alten Knochen nicht mehr so stable sind, dass die Haut schrumpelt, aber geht eigentlich schon. Ne? Kriegst schon hin, Mitte 30. So, die erste Karte, die wir machen, das ist erstmal die... Kann ich auch nicht ausdenken, oder? Die... So... 22 Uhr Karte, fängt da schon scheiße an. Die Karte, wie es jetzt im Moment ist, jetzt kommt er gleich, ist gleich eine Spritze drauf oder so, steht da Impfung oder so, wie es werden wird, wie heute enden wird, jetzt sehe ich da gleich ein Bett drauf oder so. Unfassbar. So, so wie es jetzt ist, so fühle ich mich auch, als wenn ein LKW auf den Kopf drückt, meine Augen brennen. Also das ist eine geile Karte, die passt richtig gut. Ich habe so leicht brennende Augen. Die Karte spiegelt das sogar richtig wider. Meine krampfhafte Haltung hier unten durch die Anspannung. Mein güldenes schwarzes, nee, das ist nicht halt, das bin ich nicht. Aber mein Haar könnte runterhängen, ja. Und genauso scheiße fühle ich mich, als wenn von einer auf den Kopf drückt. Also die Karte passt perfekt. Robert Dennis, Mensch, danke für die 300. Ganz liebes Dankeschön, Dennis. Robert Dennis, Kuss geht raus an dich. VJ Legends, danke für 10 Monate. Ganz liebes Dankeschön. Ganz liebes Dankeschön. So, wie wir jetzt mittendrin werden, dann haben wir die gleiche Tante nochmal. Gucke mal. Die gleiche Tante nochmal. Das ist doch unfassbar. Der kann jetzt nicht sein. Guck mal. Also das ist ja mal geil. Guck mal. Das gleiche Gemüse doppelt, ne? Das ist ja mal geil. Jetzt kommt jetzt auf die dritte, weil ist da ein Bett drauf oder so. Ah, okay. Wir beobachten das Ganze heute mal von der anderen Seite. Also ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall. Die erste Karte passte schon mal perfekt. Das beobachtet alles von der anderen Seite. Wir lassen uns überraschen. Meistens kriegen wir eh so einen Zusammenschnitt am Ende von dieser ganzen, ja. Jan Victoria, ich danke dir. Ganz liebes Dankeschön. Und V-Legends, danke für den nächsten Sub. Nochmal für 10 Monate. Ich möchte heute auf jeden Fall ein anderes Board heute nehmen. Das möchte ich sehr gerne nutzen. Denn das Board, was wir nämlich jetzt nehmen, werdet ihr eh am 25. sehen. Denn dieses Board war nämlich am 25. könnt ihr sehen im Einsatz. Und dann versteht ihr auch, dass dieses Board was ganz Besonderes mittlerweile ist. Dieses Board ist was ganz, 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 ganz Besonderes mittlerweile. Ich würde mittlerweile sagen, dass das ein Board ist, was du auch nicht jedem geben kannst. Denn das hat an einem Ort eine Sitzung gemacht, da hätten die meisten sich in die Hose geschissen. So. Hätten danach irgendwie ein Dünnschiss in der Fluxi. Swiggy Boy, ich grüße dich. Welcome. Aber müsst ihr noch bis 25 warten. So. So. So, wir werden den wieder aktivieren hier oben. Den haben wir hier oben drauf. Den guten Bewegeball. Und Kevin, Mensch. Ach, Dragon Tiger, was machst du denn da? Danke dir für die 2, für Joschen und für Sladina. Dankeschön, Mensch. Ihr seid ja lieb. Da ist er 66. Ich geh kaputt, du. Ich geh kaputt. Ich danke dir für die 66. Ganz liebes Dankeschön. Das Board ist echt falsch rum. Geil, ne? Ja, ich wollte euch das nochmal so zeigen, ne? Geil. Das ist ja richtig gut. So falsch rum kann auch was, ne?
Unfassbar. Unfassbar. So. Was jetzt durch die Erschütterung oder nicht? Arr. Okay. Lass mal so stehen. Lass mal so stehen. Okay. Wir werden aber die Kamera hier nehmen. Die ist ein bisschen besser. Die kann man ein bisschen besser sehen. Mach die mal ein bisschen höher. Ach, deswegen. Okay, das Kabel da drunter. So. So. Okay. Ja, ich bin gespannt. Prima. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir den Auftakt heute. Mit einer Ehrenrunde. Mal gucken, wie die Kontakte heute sind. Ich lasse mich sehr überraschen. Und das ist arschkalt hier bei mir. Die ganze Zeit war hier keine Heizung an. Okay, dann gucken wir mal. Boah, ist ja die kalt hier, was ist denn hier los? Heiliger Popelmann, was ist das denn? Warte mal ganz kurz. Ist auch kein Durchzug oder so. Das ist ja hier komisch. Okay, Stecker ist noch drin. Okay, Stecker ist noch drin. Das war ich nicht. Okay, jetzt bin ich ja mal ein paar Mal. Okay, warte mal ganz kurz. Also die Kugel reagiert auf Berührung, ne? Muss anfassen, wohlgemerkt. Und für alle, die schlauen, das ist ein Katzenspielzeug, voll richtig. Hast auch gut geguckt, das ist auch Sinn der Sache. Denn die Kugel reagiert, wenn Katzen sie berühren. Gibt ja immer diese tollen. Mich hat auf Insta jemand gefragt, warum ich immer gerne den Fernseher mit habe. Der Grund ist ein ganz einfacher. Ein Fernseher hat eine unheimlich hohe elektromagnetische Ausstrahlung. Also ein unheimlich hohes elektromagnetisches Feld. Und wie ihr ja mittlerweile wisst, haben die sogenannten K2-Messgeräte messen die Veränderung im elektromagnetischen Feld. Das bedeutet, ich bin mittlerweile sehr stark der Meinung, dass die Verstorbenen diese Methodik unheimlich gut nutzen können, um mit uns in Verbindung zu treten. Es sind Versuche, die ich gerade mache, um zu schauen, bekommen wir mit solchen alten Fernsehern bessere Kontakte vielleicht gegebenenfalls hin, als ohne. Es sind Experimente halt, ne? Das ist ja das, was wir hier machen. Wir erforschen das ja. Und dazu zählen solche Sachen natürlich mit dazu. Wir schauen, gibt es da irgendwelche Verbesserungen? Können wir irgendwas machen, um
bessere Kontakte zu bekommen? Ja, nein. Und ich will halt immer schauen, bekommen wir das hin über Fernsehapparate, die im Grunde... Der Kanal, okay. Der Kanal. Dankeschön. Danke an die geistige Welt, dann werden wir uns um diesen Kanal kümmern. Der Kanal. Danke von Herzen. Also sind wir richtig. Manchmal weiß man es. Okay. Dankeschön. Ich bitte heute an diesem Abend die geistige, lichtige Welt, die Welt der Verstorbenen, um mit uns heute in Kontakt zu treten. Wenn Verstorbene anwesend sind, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr mit uns heute in den Kontakt treten würdet. Ich rufe hinaus in die geistige Welt, in die Welt, die wir als Jenseits bezeichnen. Wenn Verstorbene da sind, die mit mir heute in Kontakt treten möchten, dann heißen wir euch herzlich willkommen hier bei mir in dieser Wohnung. Ihr könnt uns jederzeit ein Zeichen geben, wenn ihr möchtet. Ihr könnt mit uns kommunizieren. Ihr könnt mit uns sprechen, wie ihr möchtet. Ihr könnt uns über dieses Ouija-Brett Zeichen geben. Ihr könnt uns auch hier akustische Zeichen geben, bei uns hier in diesem Raum, durch Klopfen zum Beispiel. Oder durch einfach Zeichen durch den Fernseher als Beispiel. Ihr könnt zum Beispiel uns helfen, dass das Bild hell und dunkel wird, dass wir damit euch kommunizieren können. Ihr könnt uns zum Beispiel auch einfach Zeichen über diese Lichtkugel geben, die oben auf dem Fernseher liegt, um uns da vielleicht einfach Zeichen zu geben, dass ihr da seid, um mit uns in den Kontakt zu treten. Bitten wir euch um verschiedene Zeichen der Anwesenheitsbestätigung. Gebt uns einfach Zeichen, die wir vielleicht hören können, die wir vielleicht sehen können, die wir spüren können. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns einfach ein Kontaktzeichen geben würdet. Wenn Verstorbene da sind, bitte gebt mir jetzt ein Zeichen eurer Anwesenheit. Akustisch, visuell oder emotional. Seid ihr da? Alter Lachs, in dem Moment, guck dir das an, in dem Moment ging der Fernseher los. In dem Moment, jetzt habe ich keine Sorge, in dem Moment ging der Fernseher, in dem Moment, habt ihr das gesehen? Krasse Scheiße. In dem Moment voll der Fernseher weggeflasht. Ich begrüße euch, schön, dass ihr da seid. Mit wem spreche ich denn? Kannst du mir deinen Namen nennen? J. Jonas, ich grüße dich. Hallo Jonas. Danke für dieses wundervolle Zeichen. In dem Moment, wo der Kontakt anfing, fing der Fernseher voll an zu spinnen. Könnt ihr mir nochmal ein Zeichen über diesen Fernseher geben, wenn ihr da seid? Das war ja krass. In demselben Moment, Leute. Und das ist das, was ich meine. Das sind keine Zufälle, das sind Zeichen, ja. In dem Moment reagiert der Fernseher total abgespaced. Ich bedanke mich an die geistige Welt, die Welt der Verstorbenen, für euer wunderbares Zeichen hier heute mit diesem Fernsehgerät. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch weiter mit mir jetzt hier in dem Kontakt bleiben würdet. Wie geht es euch? Gut. Wir haben hier zwei dicke Holzbretter übrigens, wollte ich nur mal erwähnen. Gut. Wo seid ihr? Drüben. Könnt ihr uns das drüben hier zeigen? Teils, ja.
Ihr könnt auch den Ball oben einfach mal berühren, dass der leuchtet. Könnt ihr das auch tätigen? Und danke, dass ihr mit uns hier so einen tollen Kontakt aufbaut über diesen Fernsehapparat. Und als kleine Info, der Fernsehapparat hat keinen SCART-Anschluss. Der hat keinen jeglichen Anschlussarten, die wir heute kennen. Er hat nur einen Antennenstecker. Das ist ein ganz alter Fernsehkasten. Für die, die gucken wollen, ist es ein sogenannter Condor. Ein Condor-Fernseher. Könnt ihr mir ein akustisches Zeichen geben? Das wäre sehr schön. Später, Dankeschön. Würde mich sehr über den Kontakt mit dem Ball freuen. Wenn ihr den leuchten könntet, wenn ihr den leuchten lassen könntet, wäre das sehr, sehr voll, sehr, sehr schön für mich. Oder hier irgendwie ein akustisches Zeichen, klopfen oder sowas wäre auch sehr, sehr angenehm für mich. Könnt ihr sowas tätigen? Ja. Dann warte ich sehr gerne auf dieses Zeichen. Seid ihr bei mir hier? Kommen. Ihr kommt zu mir. Müsst ihr zu mir kommen? Wollen. Ihr wollt zu mir kommen? Warum? Hilfe. Braucht ihr Hilfe? Wie viel seid ihr? Wie viel? Seid ihr da? Die Kugel funktioniert durch Berührung. Da. Oh, jetzt wird's spooky, Leute. Hallo. Jetzt kriege ich gerade voll Körpergänsehaut. Ich habe voll die Gänsehaut an den Beinen. Aber nur Beine. Hallo, ich grüße euch. Ihr seid bei mir, ja? Alle. Ja. Danke für das Zeichen mit dem Ball oben. Gerne. Ich freue mich immer über solche visuellen Zeichen. Die sind für mich sehr schön zu deuten, das Zeichen eurer Anwesenheit. Wir auch. Ihr braucht Hilfe? Bitte seid nicht sauer, wenn ich euch öfters um Zeichen bitte. Nein. Für mich sind das wundervolle Kontakte mit euch. Das gibt uns Menschen immer den Beweis, dass die Verstorbenen wirklich existent sind. Und wir Menschen brauchen immer ganz viele Belege, damit wir wissen, dass wir nicht selber uns irgendwie etwas einreden. Versteht ihr das? Ja. Darum freuen wir uns wie solche Berührungen über den kleinen Ball oben, dass dieser dann leuchtet. Oder über den Fernseher. Ich würde euch nochmal sehr gerne bitten um ein Zeichen. TV. Und
TV und was? Und Ball meinst du oder ihr? Und würde ich mich sehr freuen, dieses sehen zu dürfen. Warte. Ich warte sehr gerne. Und ich freue mich auch sehr, euch gleich helfen zu dürfen. Dankeschön. Das sind Nachrichten aus dem Jenseits. Manch andere würden jetzt sagen, das sind Zufälle, aber nicht auf Fragestellungen. Also nicht auf Fragestellungen. Wenn ihr den Ball dann auch noch tätigen würdet, würde ich mich auch sehr geehrt fühlen. Ja. Welche Hilfe benötigt ihr? Ihr könnt auch mir auch gerne weiter Zeichen über den Fernseher geben. Knackt gerade. Über weitere Zeichen freue ich mich natürlich immer sehr. Ist aber kein Muss, aber wird mich geehrt fühlen. Habt ihr alle Dinge schon auf der Erde erledigt? Ja. Ihr habt also nichts mehr auf der Erde Irdisches zu tätigen. Nein. Wie viele seid ihr? Drei. Sind denn alle bereit, ins Licht zu gehen? Nein. Wie viele sind von euch bereit? Zwei. Was ist denn mit der Seele, die nicht bereit ist? Will bleiben. Wo denn? Hier. Wer macht das mit dem Fernseher? Sie. Die Person, die bleiben will. Gibt sie mir die Zeichen mit dem TV? Warum? Darf ich mit ihr selber sprechen? Warum willst du bleiben? Angst. Angst, was auf der anderen Seite ist? Darf ich dir die Angst denn nehmen? Nein. Was möchtest du denn hier? Was möchtest du denn hier? Ich bin sauer. Du bist sauer. Auf wen? Euch. Wer ist wir? Menschen. Warum bist du auf Menschen, auf alle Menschen sauer? Ich glaube nicht, dass alle Menschen dir Schlechtes angetan haben. Fast alle. Aber ist es denn richtig, dass man alle in einen Bereich packt? Auch die Leute, die gut sind? Ja. Haben deine Eltern dir was Schlimmes angetan? Nein. Sind sie mit dafür verantwortlich, dass dir was Schlimmes passiert ist? Nein. Warum willst du sie denn dafür hassen? Wenn dir was Schlimmes passiert ist, können wir leider nicht jeden dafür zur Rechenschaft ziehen. Menschen, die damit nichts zu tun haben.
Sicherlich gibt es viel beschissene Menschen. Da möchte ich ganz offen mit dir reden. Sehr viele beschissene Menschen da draußen. Es gibt Menschen, mit denen möchte ich auch ich nichts zu tun haben. Aber wir Menschen dürfen nicht hingehen und alle über eine Stufe scheren, über einen Kamm scheren. Wir können Dinge, die wir getan haben oder die uns widerfahren sind, nicht rückgängig machen. Das, was dir passiert ist, das, was mir passiert ist und anderen Menschen, ist passiert. Wir haben keinen Einfluss auf unsere Vergangenheit, aber wir haben Einfluss auf unsere Zukunft. Die Dinge, die man dir angetan hat, die sind vorbei. Die können dich nicht mehr körperlich schmerzhaft irgendwie noch bekämpfen oder irgendwie an dich drangehen, höchstens seelisch. Wir dürfen auch nicht uns hassen, wenn man uns etwas Schlechtes angetan hat. Du musst mir nicht danken. Ich sage dir nur das, was ich dir gerne sagen möchte. Und ich will dir das sagen, was die Wahrheit ist und nicht, was die Lüge ist. Was ist denn passiert? Übergriff. Von wem? Nachbar. Okay. Nur diese Person? Ja. Nur diese Person. Ist es denn dann richtig, andere Menschen dafür mitzuhassen? Nein, die können nichts dafür, weißt du. Das Einzige, was man macht, ist, man hasst sich selber. Man fängt an, sich zu hassen und die Fehler bei sich zu suchen, warum es passiert ist, und das ist falsch. Danke. Hast du hier das mit dem Fernseher mit dem Licht gemacht? Ja. Danke dir. Weiß ich sehr zu schätzen. Du bist sauer, ne? Sehr. Was ist denn noch passiert? Suizid heißt Selbstmord. Warum? Kein Ausweg. Du hast keinen Ausweg gesehen? Nein. Ich möchte was sagen, auch wenn ich weiß, dass es jetzt für dich nichts ändert. Kein Mensch ist es wert, dass man sich für diesen das Leben nimmt. Bezogen auf Menschen, die dir nichts Gutes angetan haben. Es gibt sicherlich andere Momente, wenn eine Mutter irgendwie dem Kind helfen könnte, irgendwie operativ, damit das Kind leben kann. Was ist dann aus Liebe das tätig? Das ist was anderes, aber kein Mensch ist es wert, dass der dir was Negatives angetan hat, dass man sich wegen dieser Person das Leben nimmt. Schweres Thema, ne? Triggert dich, ne? Weißt du, was unser Problem ist? Unser Problem ist, dass wir nicht im Hier und Jetzt leben. Wir leben in der Vergangenheit, in dem, was uns passiert ist, positiv und negativ, und wir leben in der Zukunft. Wir leben in der Vergangenheit, Dinge, die uns Schreckliches widerfahren sind, und hängen auch noch 30, 40 Jahre mit diesem Problem immer noch vor Ort. Das heißt, wir hängen die ganze Zeit in unserer Vergangenheit. Wie schön unsere Vergangenheit war, wie beschissen unsere Vergangenheit war, was ich früher alles Tolles hatte, was ich früher nicht hatte. Wir hängen verdammt nochmal in unserer scheiß Vergangenheit. Wir leben in unserer verdammten beschissenen Zukunft. Ich werde das nicht schaffen, das muss ich noch tun, das werde ich auch nicht hinkriegen, das schaffe ich auch nicht. Und meinen schon Szenarien aus, die noch gar nicht passiert sind. Das ist Angst. Das andere sind Depressionen. Und wir kriegen es nicht auf die Kette, im Hier und Jetzt zu leben. Den Moment, wie er jetzt ist, zu genießen. Nein, das meine ich.
Anstelle dessen flüchten wir uns in irgendetwas rein. Alkohol, Drogen, Gedanken. Was war bei dir? Gedanken, ja. Und siehst du, und deswegen muss deine Reise weitergehen. Der nächste Schritt. Loslassen. Loslassen von dem, was passiert ist. Loslassen von deinen Erinnerungen und deinen Gedanken. Einfach loslassen und den nächsten Schritt tätigen. Die Scheiße, die passiert ist, hinter dir lassen. Es bringt uns nicht weiter. Liebe für dich. Sind die anderen beiden auch noch da? Wo seid ihr denn? Bei die bei mir hier im Raum. Alle ja. Würdet ihr mir hier nochmal die Ehre erweisen, mir ein Zeichen zu geben? Es ist ganz kalt hier. Es ist richtig kalt hier. Obwohl die Heizung auf Vollpower ist. Es ist arschkalt hier. Das ist eine Kälte, die eine traurige Atmosphäre, ganz traurig und bedrückende, ganz komisch bedrückende Atmosphäre. Ich würde euch bitten, mir wirklich noch kurz ein Zeichen zu geben. Ich muss ganz kurz aus dieser Sitzung aufstehen. Der Kontakt wird aber mit euch bestehen bleiben. Ich muss nur eine Heizung mal eben hochdrehen. Es ist sehr, sehr kalt. Ich spüre eure Anwesenheit. Ich weiß, dass ihr hier bei mir im Raum seid. Deswegen bitte ich euch einmal kurz eben auf mich zu warten. Ist das okay für euch? Ist es okay? Es ist arschkalt hier. Ich friere hier richtig gerade. Habt ihr gesehen, ich bin jetzt voll gegen den Tisch geknallt. Die Kugel hat nicht reagiert. Also sie reagiert nicht auf Bewegung. Es ist so kalt hier drin. Kurz holen. Kurz trinken. Also die Kugel reagiert nicht auf Bewegung. Und Dragon Tiger nochmal danke. Und Stubenfliegepuck, danke. Raiju. Danke dir. Und Junges Khan, danke für 5 Subs, Junges. Dankeschön, Junges. Und Paranudel, danke für Ingrid Brander. Und Firefly House, ich danke euch von ganzem Herzen. Küsse gehen raus an euch, dankeschön. Dann hoffen wir mal, dass wir die rüberkriegen, ne? Ich danke für das Warten und für die Zeit, die ihr mir gegeben habt. Wenn ihr mit mir weiter kommunizieren möchtet, wenn ich euch ins Licht bringen darf, alle drei, würdet ihr mir bitte nochmal ein Zeichen geben. Ich weiß, dass ihr bei mir im Raum seid. Dann gebt mir bitte nochmal ein Zeichen hier bei mir im Raum, wenn ich euch alle drei ins Licht bringe. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir dann hier über diese Kugel das Zeichen geben würdet. Ihr müsstet sie berühren. Wäre das okay für euch? Ja. Wer? Geben dir das Zeichen. Mit der Kugel. Also wäre die Kugel das Zeichen, das ich euch ins Licht bringen darf. Ja. Dann warte ich auf euer Zeichen.
Und mich haben auch einige jetzt nochmal eingeschrieben. Oh, oh, ich merke das richtig. Wo Unterschiede zwischen großen und kleinen Ouija-Brettern sind. Viele sind immer noch der Meinung, dass große Ouija-Bretter viel besser sind und viel kraftvoller sind. Und da muss ich immer verneinen, das hat mit der Größe nichts zu tun. Ja. Das ist im Grunde wie in bestimmten Momenten Mann und Frau. Als Beispiel, ihr wisst schon, was ich meine, da hat das bestimmte Sache auch nichts damit zu tun. Blödes Beispiel, ich weiß, war scheiß Beispiel. Egal. Lassen wir dieses Beispiel einfach mal am Rand stehen. Es hat nicht, kommt nicht auf die Größe an, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich warte dann auf euer Zeichen. Ihr bist... Oh. Aber bestätigt bitte, wenn ich euch ins Licht bringen darf. Oh. Auf jeden Fall mit... Oh Gott, ich kann das doch nicht lesen von hier. Irgendwas. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Ich muss das gleich lesen. Ich kann das hier nur lesen von hinten, du. Ganz liebes Dankeschön. Ich gucke gleich, was du gemacht hast. Dankeschön. Dankeschön. Ich kann das gar nicht erkennen ohne Brille von hier. Du. Ich bitte die drei Verstorbenen, die bei mir sind, wenn ihr bereit seid zu gehen, dass ich euch ins Licht führe, bestätigt das bitte mit der Kugel. Warte bitte, ich warte. Ihr entscheidet, wann ihr rübergeht, ja? Kennt ihr drei euch? Nein, okay. Wie kommt es, dass wir drei miteinander Kontakt haben? Energie wird. Energie wird mehr. Bei euch drei hier. Ich merke das. Ich merke das bei euch. Es ist ein sehr komisches Gefühl für mich. Also ich würde mich freuen. Was ist mit den anderen beiden? Habt ihr auch eure Sachen schon erledigt? Für was baut ihr die Energie auf? Ball. Dass sie den Ball leuchten lassen können. Wie gesagt, der Ball bei Berührung, nicht Bewegung. Das ist die Flux. Flux ist, die Flux 2 war die Pyramide, die war durch Bewegung. Ne? Diese Bewegungssensoren an den Seiten. Die anderen beiden, die hier sind. Ich weiß, ja, danke schön. Die anderen beiden, was ist bei euch passiert? Auto. Unfall. Autounfall. Alkohol. Okay. Bei der anderen Person?
Herz, mit dem Herzen. Okay. Wie ist es da, wo ihr seid? Schön. Könnt ihr es mir beschreiben? Nein. Wie können wir uns das vorstellen? Nicht. Können wir uns das nicht vorstellen? Nein. Wie würdet ihr es denn beschreiben, wenn wir es uns vorstellen könnten? Unendlich. Unendlichkeit. Alles ist eins. Wow. Alles ist eins. Okay, ich würde mich aber dann sehr freuen, wenn wir jetzt den Weg gleich angehen können, euch ins Licht zu bringen. Warte. Bitte. Auf was denn genau? Auf die Energie noch? Nein. Einen. Wow. Ein Abschied. Muss einer noch was doch kurz noch regeln? Okay. Ich warte dann. Wenn einer noch kurz was Irdisches zu klären hat, ist es gar kein Problem für mich. Wichtig ist nur, dass wir das auf jeden Fall dann heute noch machen, weil ich auch immer nur eine Begrenzung habe an Möglichkeiten für euch. Wie gesagt, bestätigt einfach mit dem Ball oben bitte, ja. Ihr seid bei mir im Raum. Alle. Kann mich einer berühren von euch? Dann berührt mich bitte einer von euch. Ich könnte meinen Arm berühren zum Beispiel. Oder meinen Kopf, meinen Nacken. Meinen Arm greifen. Meinen Arm sanft berühren, meinen Nacken oder mein Ohr. Zeigt mir mit dem Fernseher, wenn ihr nah bei mir seid. Kann ich das damit dann erkennen, bestimmt, ne? Denn einer berührt mich jetzt mal bitte. Ich merke nur, meine Arme werden immer kälter gerade. Ich merke gerade, dass mein Brustkorb langsam Gänsehaut kriegt. Aber der Gänsehautspiegel bleibt gleich. Auch das Kältegefühl wird jetzt nicht mehr. Es ist so konstantes, gleiches Gefühl. Oh. 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 Ho. Ho. Oh. Was war das denn? Was war das denn? Das war es, wenn einer in meinen Nacken reinatmet, Leute. Als wenn von hier einer mir in den Ohr mir in den Nacken atmen. Das war kein angenehmes Gefühl.
Das war jetzt kein angenehmes Gefühl. Wenn einer den Nacken so richtig reinatmet. Dankeschön für dieses Zeichen. Wow, das war jetzt aber extrem. Wie gesagt, ich warte auf euer Zeichen, euch ins Licht zu bringen. Aber ihr müsst den Ball dafür benutzen, damit ich weiß, dass ihr... Dankeschön, ich gehe kaputt. Direktkontakt. Dies sind Direktkontakte zu Verstorbenen. Direktkontakte. Dann bitte ich euch, zum Licht zu gehen. Könnt ihr das Licht alle sehen? Ja. Ich möchte, dass ihr es berührt und mir sagt, was ihr empfindet. Liebe. Schön. Frieden. Zuhause. Lieben Friede und Zuhause. Dann bedanke ich mich, dass ihr mit mir in Kontakt getreten seid. Dann würde ich euch bitten, hindurchzugehen und wünsche euch alles Liebe euch dreien. Danke für alles. Sehr, sehr gerne. Da ist aber noch jemand. Wen meinst du? Drei. Sind drei bei mir noch? Ja. Mann und Mutter mit Sohn. Gute Reise. Hier ist noch, also die drei sind hindurch. Es sind noch drei da. Ein Mann, ich denke der Mann, der immer da ist. Und eine Mutter mit Sohn. Wow. Okay, wir gehen mal kurz eben was trinken. Das war jetzt aber krass. Du hast das richtig gespürt. Du hast das richtig gespürt. Richtig gespürt. So, mal kurz Luft holen. Also wir haben hier auf jeden Fall jemanden noch, ne? Und Dede, danke für 15 Monate, Dede. Ganz liebes Dankeschön. Exi, danke für 50 Monate. Inaro Maus, dankeschön, Inaro, für die 13,12 Euro. Dankeschön, Inaro. Ganz liebes Dankeschön, Inaro, für 13,12 Euro. Goldwurz, grüße dich. Feierflanaus, grüße dich. Paranudel, danke für den Zaffe, Ingrid Brander. Dankeschön. Und Paranudel, danke dir. Und junges Kahn, danke nochmal für die 5 Subs. Ganz liebes Dankeschön, wen hast du denn? Für Black Juli, ein wildes Dev, für Galaxy Ranger, Blanco Shack und für Jolly. Dankeschön, junges Kahn, dankeschön. War eine schöne Sitzung, fand ich sehr schön. Sehr schöne Sitzung. Und Raiju, dankeschön für den Sub, Raiju. Dankeschön, XL Raiju. Ganz liebes Dankeschön. Und Stubenfliege Puck, danke für 20 Bits, dankeschön. Ganz liebes Dankeschön. Sehr schöne Sitzung, muss ich sagen, eine sehr schöne Sitzung. Interessant. Aber das Schöne ist, wie intensiv. Drei hatten wir noch nie gehabt. Nee, noch drei noch nie. Was ja dass ich das Interessante finde, dass im Grunde, ich muss mal ein Pflaster abmachen. Aua. Konnte mal. Ah, ich hasse Pflaster. Dass wir ja im Grunde wissen, dass hier noch jemand ist, ne? Hier ist jemand noch. Hier ist immer noch ein Mann, ein Verstorbener und eine Mutter mit Sohn. Lass uns mal versuchen zu triggern.
Ich möchte die Mutter mit... Ich möchte die Mutter. Das ist jetzt krass, oder? In dem Moment, wo ich das sage, so, Kevin braucht ein Timeout, Kevin Timeout. Dann gib dem Kevin ein Timeout, liebe Mods. Dann haut dem Kevin ein Timeout rein. Der braucht ein Timeout, der Kevin. Ansonsten gebe ich dem Kevin ein Timeout. Das war krass. Ich rede von der Mutter. In dem Sinne melde sich. Ich möchte die Mutter mit dem Sohn nochmal kontaktieren. Wenn die Mutter mit dem Sohn bei mir ist, gib mir bitte nochmal ein Zeichen. Wie gerade. Ihr könnt den Ball nochmal benutzen. Oder auch den Fernseher dafür verwenden. Ich bin sehr sicher, dass dieser Fernseher, dass dieses elektromagnetische Feld der Bildröhre, weil auch die Geräte, die K2-Messgeräte, spielen ja komplett verrückt, das baut so ein starkes Feld auf. Ich glaube, dass das ein unheimlicher, ich glaube sogar mittlerweile ein kleiner Verstärker sein könnte. Ich glaube nur, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob es so ist, dass der Fernseher vielleicht ein Verstärker sein könnte. Aber das sind ja das, was wir forschen. Das ist ja das, was wir rausfinden wollen. Genau, das sind ja die Dinge, die wir probieren. Wir wissen es nicht. Wir hoffen es. Es ist möglich, ja. Das ist der Punkt. Ich bitte die Mutter nochmal mit dem Sohn, sich bei mir bemerkbar zu machen. Wo ist die Mutter mit dem Sohn? Brauchst du Hilfe? Braucht ihr beide Hilfe? Kann ich euch irgendwie helfen? Ihr könnt den Ball nochmal leuchten lassen, wenn ihr das möchtet. Oder einfach den Fernseher damit Zeichen geben oder mir akustisch für Zeichen geben. Ich rufe die Mutter mit dem Sohn, die hier sind. Die beiden verstorbenen Seelen, Mutter mit Sohn, seid ihr da? Gebt uns hier ein Zeichen, bitte. Ich rufe die Verstorbenen, die hier bei mir anwesend sind. Kontaktiert mich bitte, wenn ich euch helfen darf. Wir rufen an diesem Abend die Mutter mit ihrem Kind. Ich weiß, dass ihr bei mir in der Wohnung seid. Ich weiß, dass ihr hier seid bei mir. Habt ihr das Geräusch gemacht? Bitte gebt mir nochmal ein Zeichen. Ich rufe die verstorbene Mutter mit dem Sohn. Nehmt nochmal mit mir Kontakt bitte auf. Ihr könnt mir akustisch oder visuelle Zeichen eurer Anwesenheit geben. Nehmt mit mir bitte Kontakt auf, wenn ich euch helfen soll. Oder wenn ihr mit mir in Kontakt treten möchtet. Schack, ich grüße dich, danke für ein Follow. Nehmt bitte mit mir ein Zeichen auf. Gebt mir ein Zeichen eurer Anwesenheit. Wir müssen auch unbedingt, will ich diese Woche nochmal Transkommunikation mit dem Bildschirm und der Kamera machen. Ne? Will ich auch nochmal machen. Transkommunikation mit Bildschirm und Kamera. Lucretia, danke für ein Jahr schon, Lucretia. Dankeschön. Danke für 12 Monate. Danke von Herzen. Danke dir. Dean 17, danke für ein Follow. Wir rufen die verstorbene Mutter mit ihrem Sohn. Wenn ihr da seid, gebt uns ein Zeichen über den Fernseher oder über den Ball, den leuchtenden Ball oben, indem ihr ihn berührt. Oder nochmal ein akustisches Zeichen.
Ich muss wissen, dass ihr da seid, wenn ihr Hilfe benötigt. Danke, Sam. Ich danke für euer Zeichen. Gut. Ball und der hat's geknüpft. Der hat's geklopft. Ball leuchtet, hat eine Berührung gegeben und der hat's geklopft. Dankeschön, dass du da bist. Jetzt willst du uns aber richtig ein Zeichen geben, ne? Danke, dass du da bist. Dann werde ich euch auch gerne helfen. Geil. Wenn du noch keine 18 bist, müssen wir dich wirklich bitten, den Stream zu verlassen. Der ist nur für Volljährige. Dankeschön. Danke für euer Zeichen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beide auch mit mir über das Ouija-Board kommuniziert. Ich rufe die Mutter mit ihrem Sohn. Bitte kommuniziert auch über dieses Ouija-Board mit mir. Ich habe gerade mit dem Ball und dem Zeichen hier mir bestätigt, dass ihr da seid. Bitte sprecht auch über dieses Ouija-Board mit mir. Oh, geht. Okay, in Kontakt. Hallo, ich grüße euch. Ihr seid bei mir hier, ne? Bei mir hier, ne? Braucht ihr Hilfe? Bitte. Wenn ich euch frage, was passiert ist, müsst ihr das aus freiem Stück machen und nur, wenn ihr drüber reden möchtet. Was war los? Feuer. Gas. Gas und Feuer im Haus. Ja. Knall. Okay. Wart ihr alleine zu dem Zeitpunkt? Ja. Gerade wirklich. Habt ihr noch irgendwas zu tätigen? Irgendwas Irdisches noch zu regeln? Irgendjemand noch irgendwie ein Zeichen geben wollen? Euch noch, wollt ihr euch noch mal irgendwo verabschieden? Nein. Nicht mehr. Wie alt ist dein Sohn? 4, oh Gott. Darf ich dein Alter erfahren? 31. Du bist 31, dein Sohn 4. Mann. Leben noch vor sich. Darf ich dich vorher was fragen? Alles. Wie geht's euch? Gut. Wie sieht es auf eurer Seite aus? Wie können wir uns das vorstellen, wo ihr seid?
Es ist nicht in Worte zu. Es ist nicht in Worte zu packen. Man kann es nicht beschreiben. Nein. Kannst du das Licht denn irgendwo sehen? Du siehst es also? Würdest du hingehen mit deinem Sohn? Ich möchte, dass du mir dann auch über die Kugel, wenn du sie berührst, dann Bescheid gibst, wenn ihr beide bereit seid, durchs Licht zu gehen. Würdest du die Kugel dann auch leuchten lassen, wenn ihr bereit seid, ins Licht zu gehen? Werde ich. Dankeschön. Ich möchte, wenn ihr bei dem Licht angekommen seid, dass ihr mir Bescheid gibt, einfach per Ouija. Ich möchte, dass du es berührst und auch vielleicht deinen Sohn und mir einfach sagst, wie du dich fühlst oder wie es sich anfühlt. Es ist Liebe. Wenn ihr dann beide durchgehen möchtet, gebt mir dann einfach mit dem Ball Bescheid, ja? Ich weiß, dass sie nicht sofort durchgeht gerade. Stimmt. Innerlich zögert ihr, ne? Was er wartet uns. Du wirst wissen, was sie auf der anderen Seite erwartet. Was passieren wird auf der anderen Seite. Ich könnte dir alles sagen. Ich könnte dir sagen, dass du Familie triffst, Freunde. Ich war nie drüben. Ich möchte dir auch nichts Falsches erzählen. Ich möchte dir nichts versprechen, was ich selber nicht gesehen habe. Ich kann dir nur sagen, da geht deine Reise weiterhin. Und dass auch andere von zu Hause sprechen, dass dein Weg dorthin geht. Ich kann dir nicht sagen, wie dein Zuhause aussieht. Ich kann dir nicht sagen, wen du drüben treffen wirst. Ich weiß nur, das ist der Weg für die verstorbenen Seelen, weiterzugehen, freier zu werden, noch mehr mit dem Ganzen eins sein und eins werden, zurück zur Hauptseele, wo die Seelenanteile hingehen, um sich mit dem großen Ganzen zu verbinden. Das kann ich dir sagen. Alles andere, was ich dir sagen würde, wäre nur, ich glaube es. Das bringt dich nicht weiter. Verstehst du mich? Sehr. Ich möchte das nicht wie andere machen. Andere sagen, da sind deine Verwandten, da sind deine Familienmitglieder und Freunde, obwohl sie noch nie da waren. Kann ich nicht. Ich finde, ihr habt den Respekt und den Anstand verdient, auch die Wahrheit zu erfahren. Nicht das, was manche in Büchern schreiben, was sie glauben, was man dort erwartet. Danke. Du musst mir dafür nicht danken. Gibst du mir dann gleich ein Zeichen, wenn ihr durch möchtet? Danke dir. Meiner Meinung nach finde ich es falsch, zu sagen, dass die Verwandten da warten und dass du bei Gott nah bist. Wir wissen das doch gar nicht. Ich finde, das ist nicht richtig.
Ich empfinde es als nicht richtig. Ich kann niemandem sagen, wenn mich jemand fragt, wie ist es in Südafrika? Ich kann den Menschen nicht sagen, es ist wunderschön. Es ist traumhaft. Am Strand ist es super. Auch die Restaurants sind super. Ich war noch nicht da. Ich kann nur sagen, ich habe mal gehört. Aber ob das, was ich gehört habe, auch richtig ist, das ist eine andere Sache. Dann würde ich euch beide bitten, dass du mit deinem Sohn mir dann gleich einfach ein Zeichen gibst. Ich werde dann auf dieses Zeichen warten, ja? Wenn das okay für dich ist. Ich finde, das ist die fairste Behandlung, die du mit Verstorbenen machen kannst. Die Wahrheit. Na, Faya, ich grüße dich. Danke für 2 Monate. Dankeschön. Und Oliver, danke für 100 Bits, Oliver. Ganz liebe Steine. Kuss geht raus an dich. Danke dir, mein Bester. Forever Refox fragt gerade, warum darfst du denen, sie sollen ins Licht gehen, weil die weiter müssen. Das hier für die Seelen ist das, für die Verstorbenen, die können das, die lassen nicht los. Die müssen loslassen. Die müssen loslassen, um weiterzugehen. Das wäre so, als wenn du deine ganze Familie, wo du lebst zu Hause und deine ganze Familie stirbt. Und die eine Person ist in der Küche gestorben, die andere im Wohnzimmer, andere im Bad. Und jetzt sagt jemand zu dir, das Beste für dich ist, da nicht mehr zu bleiben. Du siehst immer deine Verstorbenen da noch liegen, auch wenn sie schon längst nicht mehr da sind. Du leidest weiter. Du leidest weiter dein irdisches Thema. Und das ist das. Die hängen noch im Grunde immer noch an dem irdischen Dasein. Aber hier gehören sie nicht mehr hin. Sie müssen weitergehen. Das ist der nächste Schritt für sie, weißt du? Das ist der Punkt. Wir müssen weitergehen. Ne? Weiterziehen. Ne? Die sind ja hier nicht mehr, die leben nicht mehr. Ne? Ja, sie müssen. Jeder muss seinen Weg weitergehen. Ne? Gerne for Rory Fox. Ne? Aber so musst du dir das vorstellen. Ne? Die müssen weiter. Die sind nicht mehr im Leben, weißt du? Ne? Gebt uns dann nochmal ein Zeichen, bitte, wenn ihr bereit seid, drüber zu gehen. Ihr könnt einfach, wie besprochen, den Ball berühren. Es kann auch sein, dass die den Ball nicht berühren. Es kann auch sein, dass es nicht passiert, dass die sich gegen entscheiden. Da haben wir keinen Einfluss. Wir können niemanden zwingen, ja? Alles immer, wir können immer sagen, du musst jetzt gehen. Nein, das entscheiden die. Wenn die der Meinung sind, dass sie gehen möchten, dann gehen sie. Das wäre identisch, wenn ich jetzt jemand sage, du musst einkaufen gehen. Und dann sagst du, ich will aber nicht. Doch, du musst. Nein, ich will gerne nicht einkaufen gehen. Die haben ihre eigenen. Ne? Mike Me natürlich, ja. Also ich würde natürlich auch den Schritt gehen. Das ist da, wo wir hin müssen. Ja. Und es gibt ja diese große Nahtodstudie, die getätigt wurde, kann man sich ja ich habe gerade die, wow, das ging ja schnell. Ghostop hat schon geschrieben, thank you for the order from Ghostop. Okay, ja geil, Ghostop hat schon verschickt, oh, mega schön, wow. Ghostop hat schon in den Versand gegeben von England. Mega geil. Per DHL Express Worldwide. Das ist ja geil. Es kommt dann Flux 2 und der Boo-Baddy. Geil. Also ist schon auf dem Weg. Mega geil aus England. Dankeschön. Mega geil. Aber es kann auch natürlich sein, dass wir da gar nicht jetzt das gar nicht bekommen, weil vielleicht dann doch noch vielleicht ein irdisches Thema oder so ist, was noch steckt. Ne? Ich bitte die Mutter mit ihrem Sohn, uns nochmal Bescheid zu geben. Wenn ihr bereit seid, ins Licht zu gehen, bitte bestätigt es dann einfach mit diesem Ball oben. Ich muss euch aber auch dazu sagen, dass ich natürlich nicht sehr lange auf euch warten kann, aber ich jederzeit bereit bin, auch morgen mit euch nochmal in den Kontakt zu treten, wenn ihr heute nicht diesen Weg antreten möchtet ins Licht. Nur, dass ihr es bitte versteht.
Wenn ihr wirklich rübergehen wollen möchtet, dann müsstet ihr mir bitte gleich ein Zeichen geben in der nahen Zeit. In den nächsten Minuten. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn wir morgen nochmal mit den Nonnen in Kontakt gehen. Dann kann ich euch morgen auch gerne auch wieder helfen. Hm. Danke, Joker Dame. Kann es sein, dass die das nicht möchten heute? Wie gesagt, haben wir keinen Einfluss drauf. Wir haben da null Einfluss drauf. Null. Null, null, Komma, null. Die entscheiden das für sich. Kann auch sein, dass, dass der Sohn nicht will, dass der Sohn Angst hat. Du musst dir vorstellen, so, stell dir das einfach mal vor. Ich nehme dich, ich hole dich, du musst dir das jetzt so vorstellen mit dem Licht. Ich hole dich jetzt ab. Ich komme zu dir nach Hause, ich schelle an deiner Tür und du kennst mich nicht. Und ich sage zu dir, komm bitte mit. Was, bitte, wer bist du? Komm bitte mit. Ich möchte, dass du mit mir ins Auto steigst. Dann steigst du bei mir ins Auto ein und wir fahren los. Und dann fragst du, wo fahren wir hin? Ich bring dich weg. Und du kommst nicht wieder. Denkst du, wie, ich komme nicht weg? Ich komme nicht wieder. Nein, nein, wenn ich dich jetzt hier mitnehme im Auto, dann fahren wir. Aber du kommst nicht wieder zurück. Du musst jetzt mir Bescheid geben. Möchtest du mit mir mitfahren? Ich kann dir aber nicht sagen, wohin die Reise geht. Ich sag dir nur, steig in mein Auto und ich bring dich weg von hier. Ich weiß nicht, wohin die Reise geht. Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, ich nehme dich mit. Dann kommt die Frage, würdest du das im Grunde machen? Würdest du einsteigen? Das ist die große Frage, ne? Würdest du einsteigen? Obwohl du nicht weißt, wohin die Reise geht. Du müsstest mir vertrauen. Es ist sehr schwierig, schwierige Frage, ne? So musst du das sehen. Die treten jetzt im Grunde eine Reise an. Aber im Grunde, man braucht blindes Vertrauen, ne? Aber das einzig Positive ist, dass sie das Licht sehen, was ihr in dem Fall, in dem Beispiel nicht sehen würdet. Die sehen das Licht und die spüren das. Die wissen, hey, das ist gut. Das ist Liebe, das ist Licht, das ist Harmonie, das ist so ziemlich alles. Das merken sie schon, ne? Also die kriegen schon das Gefühl, was es wohl werden sein könnte. Aber es ist nicht gesagt, dass sie dann durchgehen. Also muss man sich das ungefähr vorstellen, ne? Auch kein Zeichen. Ich bitte die Mutter mit dem Sohn uns, wenn ihr heute noch mit mir ins Licht gehen möchtet, mir noch ein Zeichen zu geben. Weil ich bin nicht mehr lange hier. Ansonsten können wir auch gerne morgen den nächsten Schritt tätigen. Zum Reader. Andrea, danke dir für den nächsten Sub. Andrea, danke dir. Danke dir. Schon für 2 Monate. Ich danke dir von Herzen. Danke dir. Vielleicht haben wir eine. Ich bitte noch die Mutter mit ihrem Kind mir Bescheid zu geben. Seid ihr denn noch anwesend? Wenn ihr noch da seid, bitte nehmt auch mit mir per Ouija nochmal Kontakt auf. Ich rufe die Mutter mit ihrem Sohn nochmal. Morgen. Morgen bitte. Morgen möchtet ihr erst. Warum morgen? Besuch. Müsst ihr doch noch was klären auf der Erde? Ja. Bitte.
Eltern. Mit den Eltern noch was? Würdet ihr mir denn morgen die Möglichkeit geben oder morgen mit mir nochmal in Kontakt treten, morgen Abend? Bitte. Ja. Dann würde ich einfach sagen, ihr müsst morgen mit mir dann wieder in Kontakt treten, ja. Dann erwarte ich euch morgen nochmal. Und ich würde mich freuen, wenn wir morgen in den Kontakt treten und ich euch dann ins Licht führen darf. Wir kommen. Dankeschön. Ah, wenigstens lieb, ja. Wenigstens lieb. Wenigstens lieb. Wenigstens lieb. Das ist ja schon mal gut. So, der reagiert wirklich nur auf Bewegung, ne? Berührung. Aber war ja wenigstens schön. War ja wenigstens ein schöner Abschluss, ne? Wir haben auf jeden Fall eine schöne Lichtführung bekommen, ne? Das war ja schon mal was Wundervolles. Also eigentlich schön. Eigentlich ein schöner Stream. Ich habe eigentlich gedacht, das wird vielleicht anstrengend, irgendwie was Dunkles und Unheimliches oder so. Das habe ich eigentlich jetzt irgendwie gedacht. Aber da bin ich ja echt glücklich drüber, dass wir das so haben. Ja, mega. Heute habe ich ja auch gesagt, mache ich nur bis 22 Uhr. Ich habe heute Mittag ja nicht gestreamt, aufgrund von meiner Impfplättnis, weil ich von der Impfung so im Arsch gewesen bin. Jetzt geht's mittlerweile, mir geht's schon viel besser. Also ich bin mittlerweile schon wieder fast wieder fit. Freue mich aber heute Abend dann nochmal ein bisschen schneller aufs Sofa zu kommen. Ich hatte erst sogar noch überlegt, ob ich heute Abend doch nochmal vielleicht irgendwie nicht ausfallen lasse, aber wollte ich nicht. Ich wollte zu euch, ich wollte mit euch den Abend verbringen und das fand ich sehr wichtig. Ich wollte euch dann noch eben ganz kurz nochmal eine Info geben. Wir hatten noch ein paar geschrieben auf Instagram. Wir gucken uns gleich noch die 22-Uhr-Karte an. Wir haben auch noch ein paar geschrieben, wo es denn diese tollen Riegel mittlerweile gibt, diese Y-Food-Riegel. Also für alle, die nicht kennen, ja, also wir haben jetzt ein paar auf Instagram geschrieben. Ihr wisst, ich antworte ja fast nie. Und es sind jetzt noch ein paar, die mir geschrieben haben. Und die Y-Food-Riegel gibt es auch auf Y-Food selber. Ich habe ja letztens die Riegel schon gegessen. Kann ich euch mega ans Herz legen, ihr Lieben. Kann ich euch wirklich mega ans Herz legen. Wer die mal selber probieren möchte, könnt ihr online bestellen auf Y-Food. Die sind richtig lecker. Das ist Hazelnut-Schokolade ohne Zucker, Proteine drin. Kann ich euch von ganzem Herzen ans Herz legen. Ihr bekommt ja sogar noch automatisch eh noch Prozente mit Behind You 10. Kriegt ihr ja eh noch 10% online. Von Y-Food bekomme ich noch mehr. Da bist du sehr gut fräsig. Ich finde die Dinger mega lecker. Könnt ihr mal ausprobieren. Die haben ja auch Starter-Packs drüben und die Getränke. Ich habe hier noch eh noch ein Getränk stehen. Ich habe es noch nicht mal getrunken. Ich wollte es nur trinken. Finde ich mega geil. Cold Brew Coffee. Absolut geil. Mit natürlichem Koffein. Und macht mega satt. Das sind ja Trinkmahlzeiten. 500 Kalorien. Lege ich euch ans Herz. Probiert es einfach mal aus. Ausrufezeichen Y-Food in den Chat. Da gibt es Probierpakete. Und gönnt euch dann einfach die Prozente mit bei. Ne? Ich freue mich auf jeden Fall, ich freue mich schon sehr, wenn ich jetzt gleich auf dem Sofa bin und nochmal den Arm nochmal im Grunde ein bisschen mich erhole. Ja, das W weg, Ibimschriss, das W weg. Einfach nur Ausrufezeichen, YFOOD, genau. Und wir sehen uns dann morgen Mittag von 12 bis 2 und morgen Abend dann ab 20 Uhr wieder. Und schlaf gut. Ich bin froh, wenn ich jetzt wieder zu Hause bin. Also alle, die die Impfungen schon irgendwie durch haben und die dritte auch schon durch haben, dann die wissen, wie es mir geht, dass man so einfach nur so total ausgeschlaucht ist. Deswegen freue ich mich einfach aufs Sofa. Wir gucken da schnell die Karte. Bin ich gespannt. Wieder am Ab. Und wieder, kommt zu mir. Ich deute diese Karte immer noch als den Mann, der immer noch hier ist. Ja, ich bin immer noch, denke immer noch, dass diese Person der Mann ist, der hier ist. Ja. So. Okay, ihr Lieben. Ja, krass, wie oft die Karte kommt, Oliver. Das ist schon echt mega. Das ist schon echt krass. So, ich bin raus.
freue mich auf morgen, wenn wir uns morgen Mittag wiedersehen. Morgen Mittag geht es mir wieder noch besser als heute Abend. Danke auf jeden Fall für die ganzen Donations. Danke von ganzem Herzen, die Süßen. Danke für die Mega-Subs heute. Ich danke euch von aus ganzem tiefsten Herzen von Danke, Danke, Danke kann ich sagen. Danke für die Bits. Danke für alle, die heute noch am Start sind, die heute noch ihre Subs gemacht haben. Danke an meine tolle Moderation, auf die ich ganz stolz bin. Ich bin mega stolz auf meine Moderation. Danke, dass ihr immer dabei seid, dass es euch gibt. Danke an den Chat, alle lieben Menschen. Kommt gut ins Bett. Schlaft euch aus. Wir sehen uns morgen wieder. Und das, was ich jetzt zu Hause mache, Füße hoch. Fernseh gucken. Gönne ich mir heute. Wir sehen uns morgen. Kuss geht raus, ihr Süßen. Bis morgen. Dicken Kuss. Freue mich auf morgen. Ciao.